zum Spiel muss ich sagen, erste Halbzeit war natürlich sehr verhalten, ist natürlich immer gefährlich, Fortuna ist gefährlich, wir sind vorne gefährlich, das Abtasten, Spielen, gucken, ne, wie sie die Jungs in den Spiel reinkommen. Ich muss sagen, beide waren in der ersten Halbzeit gut im Spiel, deswegen war auch wenig Torchancen für beide Mannschaften. Ich denke, in der ersten Halbzeit haben wir vielleicht sogar noch, da dürfen wir nicht vergessen, dass ein Ball vom VfB auf der Linie geklärt wird, Fabi spielt einen Ball, ich weiß nicht, Nico Albert, glaube ich, klärt ihn auf der Linie. Da haben wir die Möglichkeit gehabt, in dem Spiel, was da zu dem Zeitpunkt noch sehr offen war, vielleicht sogar in Führung zu gehen. Ja, beim 2-0 muss ich sagen, wunderschönes Tor, also fantastisch, besser kann man es gar nicht machen. Sieht man in der Bundesliga noch nicht mal, macht der Marcel sehr, sehr stark über rechts. Sieht das ein bisschen vorstehen, aber so weit stand er gar nicht, trifft den wunderbar, lange Winkel, boah, geiles Ding. Es überwiegt, leider Gottes, das Pokalspiel, der VfB kommt letztendlich verdient weiter, weil sie 2 Tore schießen. Und wir müssen gucken, dass wir am Sonntag eine Mannschaft zusammenbekommen, aufgrund der Verletztenliste, die sich jetzt natürlich wieder, die Jungs schließen sich da wieder an. Ne?